Mirja, stell dir vor, du bist privat krankenversichert. Ja. Und alles ist gut. Das Einzelzimmer mit Chefarztbehandlung. Das Dumme ist, dein Chefarzt ist Professor Tetje. Der Arzt, den die Frauen verhauen. Ja. Er hat deine Schönheits-OP leider total versaut. Ja. Und du stellst ihn jetzt zur Rede. Kommt doch beide in das Aufwachzimmer. Wir haben da einen Behandlungsstuhl und auch einen kleinen Spiegel, falls ihr den braucht. Also, stell ihn zur Rede, falls du noch sprechen kannst, weil er hat es, glaube ich, mit dem Botox und dem Silikon ein bisschen zu gut gemeint. Ja. Ich glaube, du bist sehr angespannt, um es so zu sagen. Tja, der Gimmick dabei ist natürlich auch noch, dass euer Gespräch verläuft ganz streng, immer Satz für Satz von A bis Z. Und ich würde sagen, Mirja, du fängst bei A mal einfach an. Aber können Sie mir mal erklären, was das ist? Besonderes, was Besonderes? Chemie, da ist so viel Chemie drin. Das könnte man so sagen. Nun schauen Sie doch mal. Eigentlich wollte ich die Mundwinkel nach oben. Finden Sie das nicht so viel schöner? Ich meine, nach oben hat doch jede Frau. Geht gar nicht. Haben Sie mal drüber nachgedacht, sich die Augen vielleicht ein bisschen aufspritzen zu lassen? Das wäre dann ein ganz anderer Look und das würde von Ihrer Lippe ablenken. Ich möchte bei Ihnen gar nichts mehr aufspritzen lassen, weißt du? Ja, aber das sieht doch schick aus. Übrigens habe ich noch die Rechnung dabei. Kannst du mir ruhig geben, zahle ich sowieso nicht. Lutschen Sie doch mal mit Ihrer Zunge drüber. Das ist ein neues Gefühl. Meine Zunge klebt mir hinterm Zäpfchen fest. Ja, aber im Gegensatz zu vorher ist es doch viel besser. Olaf erkennt mich so doch auf keinen Fall wieder. Peter aber. Quatsch! Mit Peter ist Schluss. Richtig, Sie haben recht, das sieht echt scheiße aus. Sag ich doch! Tierarzt hätte ich vielleicht werden sollen. Oh, was soll ich jetzt machen? Verzweifeln Sie doch nicht. Wieso nicht? Guck mal, wie ich aussehe. Extended Lip nennen wir das. Ein ganz neuer Look. Lebensmittel, was ich so essen kann. Zwiebelsuppe geht auch, kommen Sie.